Zum zweiten Mal in diesem Jahr kamen heute in FIFA die Icon Swaps raus. Das Ganze funktioniert so, dass du eben Aufgaben abschließen musst und dafür Token bekommst. Die Token kann man dann für verschiedene SBCs abgeben. Bei den Icon Swaps bekommt man bei den SBCs garantierte Icon Picks und so auch starke Futterpacks. Die ersten 9 Token gibt es aktuell schon. Insgesamt hast du für die noch 28 Tage Zeit. Danach gibt es dann 9 weitere zum Erspielen. Wir schauen uns jetzt mal direkt die Aufgaben an und geben dir passende Tipps dazu. Für einige Aufgaben musst du den Freundschaftsspielmodus eine Liga zocken. Das Besondere an dem Modus ist, dass du hier nur Spieler aus einer Liga benutzen darfst. Wichtig dabei ist, dass du 8 Erstbesitzkarten in deine Startelf stellst. Erstbesitzer oder First Owner Karten sind Spieler, die du entweder aus einem Pack gezogen hast oder die du als SBC abgeschlossen hast. Das kannst du ganz einfach in der Spielerbio nachschauen. In dem Modus kannst du dann 3 Token holen. Fangen wir direkt mit der Liga A an. Hier brauchst du eben ein komplettes Liga A Team mit mindestens 8 Erstbesitzkarten. Hier musst du dann insgesamt 6 Siege holen und in 10 separaten Partien mindestens ein Tor erzielen. Ebenfalls musst du hier 5-mal per Flanke zum Vorbereiter werden. Wie du das einfacher schaffen kannst, erklären wir dir in dem Video in der Infokarte. Weiter geht's mit der Serie A. Hier brauchst du eben ein komplettes Serie A Team. Hier musst du dann 6 Siege holen und 6 Tore per angeschnittenem Schuss erzielen. Zudem musst du hier 5-mal per Steilpost zum Vorbereiter werden. Ähnlich sind auch die La Liga Aufgaben. Hier brauchst du ebenfalls wieder 6 Siege und denk hier auch wieder an die 8 Erstbesitzspieler. Diesmal sind das natürlich La Liga Spieler. Du musst hier auch 10 Tore erzielen und 5 Vorlagen in 5 separaten Partien per Steilpass vorbereiten. Morgen werden wir noch ein Video hochladen, bei dem wir euch empfehlen, welche SBC-Variante sich unserer Meinung nach am meisten lohnt. Außerdem werden wir die kommenden Tage einzelne Icons, die man bekommen kann, testen und dir ein Review geben. Um das Ganze nicht zu verpassen, kannst du sehr gerne mal ein Abo dalassen. Einen weiteren Token bekommst du, wenn du 13 FUT Champions Partien gewinnst. Dazu zählt auch die Quali, weshalb das Ganze echt machbar ist. 5 weitere Token gibt es dann noch in Squad Battles. Teilweise kannst du die Aufgaben hier auch kombinieren. Für jeden Token musst du 6 Siege mindestens auf der Schwierigkeit Weltklasse machen. Einen Token gibt es, wenn du nur deutsche Spieler in deine Startelf packst, einen weiteren nur mit Liga Portugal Spielern, dann musst du das Ganze nur mit Eredivis Spielern machen, dann nur mit Erstbesitz Spielern und einmal nur mit Silberspielern in deiner Startelf. Auf Instagram zeigen wir dir, wie du die Aufgaben am besten kombinieren kannst. Check das auf jeden Fall gerne ab, dort heißen wir labs-yt. Ebenfalls kannst du das Ganze auch im Coop-Modus machen, wo das Ganze vielleicht auch etwas mehr Spaß macht. Das war's soweit von den Aufgaben. Stell offene Fragen jetzt gerne noch unten in den Kommentaren und lass gerne ein Like da. Bis zum nächsten Mal.